Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer entspannten Runde von Let's Play GTA 4. Und ja, wir stellen mal den Spielsound ein bisschen lauter. So ist er doch gut, oder? Oh ja, wir werden direkt schon mal gekillt. Wunderbar. Wir spielen mal eine entspannte Runde GTA 4. Und ja, ich habe ein paar Sachen euch mitzuteilen. Wie ihr vielleicht seht, nehme ich nicht so auf, beziehungsweise an der Stelle auf, wo ich sonst immer aufnehme. Hallo, halt an! Sondern, ja, ich nehme in einen anderen Raum auf. Das Ganze liegt daran, weil meine Wohnung aktuell dadurch quasi an den Wasserschaden ja aktuell quasi saniert werden muss. Ja, dazu wird es noch ein anderes Video geben. Da werde ich dann auch noch ein paar Sachen mehr zeigen. Und ja, deswegen gibt es aktuell bisschen schlechtere Videos von der Qualität. Ich muss jetzt auch gucken, wie ich das hier mit dem Setup hinbekomme. Ich habe mir eine ganz günstige Capture-Karte hier besorgt. Womit ich dann, ja, relativ gut aufnehmen kann. Ich habe jetzt hier auch gar keinen Sound. Ich verlinke euch aber die Capture-Karte mal in die Videobeschreibung. Kostet 18 Euro oder so. Macht wirklich relativ guten Job. Sie kann 720p bis zu 60 FPS aufnehmen, sowie auch 1080p mit 30 FPS oder sogar 4K tatsächlich auch mit 30 FPS. Aber halt, ja, wenn ihr über Full HD geht, also ab Full HD oder vielleicht auch schon ab 900p, könnt ihr es halt mit den 60 FPS vergessen und dann habt ihr halt nur noch mehr die wunderschönen 30 FPS. Ja, deswegen nicht wundern, dieses Video, wobei ich renne das in 60. Das Intro sind 60 FPS und diese Einblendungen sind 60 FPS. Deswegen, okay, doch, ich lasse das Video wieder 60 FPS. Oh, das ist ein Hacker, Alter. Würde ich behaupten, oder? Das ist einfach ein gottverdammter Hacker. Das ist doch ein Hacker, Alter. Jetzt brauche ich erstmal Medikit. Ja, also wie gesagt, Leute, aufgrund der Renovierung ist das jetzt hier mit dem Setup ein bisschen schwierig. Ich werde auch übrigens die Livestreams in Zukunft nicht mehr live machen. Also es wird keine Livestreams geben, weil ich hier über eine WLAN-Verbindung zocke und lass mich doch ruhen, du Scheißbulle. Und es ist halt ein bisschen schwierig, mit der Verbindung hier zu streamen. Ich werde auf dem Anstadion. So ein Arschloch, Alter. Guck dir die Sau mal an, Alter. Was für ein Hacker-Arsch. So ein blöder Hacker. Guck mal, jetzt werden die Leute wahrscheinlich noch in Brand gesetzt von diesen Deppen. Ja, was wollte ich sagen? Ich lasse mich viel zu krass ablenken hier. Genau. Es wird halt keine Livestreams geben, sondern die Projekte werden gestreamt. Ich muss auch gucken, wie ich das Ganze mache mit den Aufnehmen. Ich nehme wahrscheinlich über die PlayStation-Funktion auf, weil so habe ich jetzt hier keinen Sound. Oder ich muss gucken, wie ich Sound aktivieren kann in OBS oder so. Und what the fuck, ist das jetzt einfach ein Bulle, der abgestürzt ist? What the fuck is going on here? Can you tell me what's going on here? Yes? No? Ja. Also die Videos sind halt ab sofort halt, beziehungsweise gibt es nur Videocontent. Und ich muss auch gucken, wie das mit den Rendern ist hier auf dem Laptop. Deswegen mache ich jetzt hier doch mal diese Testaufnahme mit Full HD 60 FPS. Mal gucken, ob mein Laptop oder wie gut der das Ganze macht. Der macht wahrscheinlich nicht so einen guten Job wie mein PC. Muss ich aber halt einfach mal gucken.
wie gut er das Ganze handelt. Und da sind die Texturen gerade voll am Nachladen gewesen. What the fuck? Achso, übrigens, ich zock das jetzt hier nicht mehr auf einer Xbox Series S wie sonst immer. Ich habe jetzt auch übrigens eine Xbox Series X. Hab ich gedacht, komm, verkaufst du die alte Version. Ich will doch die X-Version für die maximale Leistung. Aktuell zocke ich halt eigentlich nur 360er Titel überwiegend. Aber falls ich dann doch mal Bedarf habe, ja, krasseres zu zocken und sollte echt. Mit der Musik ja aufpassen. Wegen Copyright und so, da werde ich glaube ich mal muten. Deswegen. Ich mach die Musik auch, glaube ich, mal. Ja, ich schalte einfach hier auf diesen Talk Center. Das Problem ist, ich habe jetzt hier auch keinen Ton. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausschalte oder das Radio. Wie, also ob, mit welcher Taste. Also ich höre das jetzt nicht. Deswegen schalte einfach auf den Talk Center. Dann haben wir wenigstens irgendwie ein Programm. Ich muss es wirklich direkt ausschalten, aber kriegen dann auch keine Copyright-Probleme. Was interessant ist, ich weiß nicht, ob das jetzt an der S oder beziehungsweise an der X-Version liegt. Ich habe jetzt teilweise mehr Spiele von der 360, die jetzt verfügbar sind. Also da stand vorher bei den DLCs hier von GTA 4, dass diese nicht spielbar wären. Jetzt sind sie aber spielbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt an was liegt, an was bestimmt ist, weil das jetzt eine X ist und vorher halt nicht, dass es halt deswegen halt jetzt verfügbar ist und vorher nicht, aber ja, ich habe jetzt irgendwie Access zu mehr Spielen, so. Was ich cool finde. So, einmal Auto reparieren. Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Scheiße. Ja, also je nachdem, ich weiß jetzt nicht, ob ich so Sachen wie Need for Speed Underground 2 zum Beispiel zum Laufen kriege, was ja für die ganz originale Xbox ist, also für die Xbox Classic, die OG Xbox. Da muss ich mal gucken. Aber da, ja, muss ich halt gucken und das sehen wir dann. Da, Leute. Das Ganze war es auch schon mit dem Infovideo. Ich will das jetzt nicht zu lang werden lassen. Ich will jetzt nur mal einen Rendertest machen. Ja, es sind jetzt bei gut 8 Minuten. Sollte reichen und ja. Und what the fuck, was ist mit denen los? Na ja, komm. Ah, raus hier! Ich bin mit raus. Ciao. Leute.